Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, warum der Kampf im Drachenkeller, im Rattenkeller so heftig war. Und das hat mir halt jemand jetzt gesteckt. Vor einiger Zeit schon, hatte ich euch erzählt. Mal ein netter Spoiler-Mensch. Weil ohne das hätte ich nicht gewusst, dass wir den Somnigravis tiefer Schlafspruch brauchen. Denn, ja, ich werde es euch erzählen, wenn wir dort sind und wenn das Ganze halt im Gange ist, dann werdet ihr ja schon sehen. So, irgendwo war doch hier das Lagerhaus, wo die verrückten Typen davor standen. Was ist denn eigentlich mit ihm hier? Kann man mit ihm noch quatschen? Laran Dijkmolar? Herr Regulant Störrebrand will euch sprechen. Geht nur durch, er wartet schon. Jetzt, wo ich gerade Rattenkeller machen will, bist du bescheuert? Okay. Hast du gesehen, wie der Wagen beiseite fuhr? Da ist der Regulant Störrebrand. Hier waren wir noch nie. Das ist ja cool. Hallo, Herr Störrebrand. Ah, genau auf euch warte ich Ich schon. mag den. Als erstes danke ich euch im Namen des Handelshaus Störrelbrands für eure bisherige Leistung. Ihr seid jetzt offiziell ein Mitglied des Hauses. Leider habe ich auch gleich etwas für euch zu tun. Feiern müssen wir später. Ja. Als frischgebackenes Mitglied des Hauses Störrebrand ist es mir eine Ehre zu helfen. Was genau kann ich für euch tun? Ich habe gerade beunruhigende Kunde erhalten. Aus dem ganzen Bezirk erhalte ich Meldungen, dass sich die Übergriffe der Schwarzaugen auf unsere Mitarbeiter häufen. Es mutet fast so an, als strebe das Haus Niceback einen offenen Krieg mit uns an. Wir müssen schleunigst handeln. Ach du Scha. Was schlagt ihr vor, Regulan? Einige unserer Arbeiter sind zurzeit noch im Hafenviertel unterwegs. Zum einen im flinken Frettchen nahe der Anlegeplätze und in Richtung Fuhrmannsheim sind auch noch welche unterwegs. Wenn ihr dort nach dem Rechten sehen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Okay. Selbstverständlich kümmere ich mich darum. Ich bin untröstlich, doch diese Angelegenheit muss warten. Och, ich kümmere mich drum. Sehr gut. Nichts anderes habe ich von euch erwartet. Berichtet mir, wenn ihr für die Sicherheit unserer Arbeiter gesorgt habt. Ach, und falls euch irgendwelche Schwarzaugen über den Weg laufen, seid ja nicht so zimperlich. Sie sollen spüren, dass sie diesmal eine Grenze überschritten haben, okay? Also, da hier nichts halt zeitkritisch ist, ne? Das Teil ist, also der sagt zwar so, hopp, hopp, macht mal, ne? Sonst sind unsere Boden im Eimer. Aber hier ist nichts zeitkritisch und deswegen können wir auch ruhig den Rattenkeller zuerst machen und uns dann um die Herren kümmern, weil der Rattenkeller ist ja hier ganz in der Nähe. Hallo? Diese Steuerung macht mich wahnsinnig. Außerdem haben wir wieder eine Fruchtfliegenplage hier. Ich weiß auch nicht. Es ist Herbst, fast schon Winter. Eigentlich sollten die tot sein. Ja. Aber wie gesagt, die überwintern hier in meinen Blumentöpfen. Ich habe hier so viele Pflanzen. Palmen, Benjamins und so weiter. Das ist hier ein richtiger Dschungel. Ich werde euch nächstes auch mal ein bisschen mehr hier so von meiner Umgebung zeigen. Ganz schöne Menge Zeugs, die wir hier rausholen können. Ist ja auch ein Handelshaus. Arbeiter Störrebrands. Ob der irgendwas sagt, wenn wir ihn anklicken? Verpiss dich. Nö. Das sagt gar nichts. Okay, auf geht's in den Rattenkeller. Die Todgeweihten grüßen dich. Wir machen jetzt da endlich mal Nägel mit Köpfen. Geht die Sperre wieder zu? Nö. So, weil hier hinten ist ja der Rattenkeller. Na, Hühnchen, wie geht's? Ich bräuchte heute noch einen Hühnerbraten. So. Na, Worwisch. Worwisch. Ja. Wollt ihr doch wieder den Keller betreten? Aber auf jeden Fall. Gut, gut, wie ihr wünscht, okay. Alter Brauereikeller, lange nicht mehr hier gewesen. Heute machen wir den platt. Eigentlich sind wir so gut gelevelt, apropos leveln. Wir könnten ja noch mal ein paar Erfahrungspunkte verballern. Somnigravis tiefer Schlaf, den brauchen wir sowieso, der wird gemaxt. Ignifaxius, den nutzen wir so oft. Und wo ist denn der Fulminictus? Da. Fulminant.
Bei dem können wir ruhig noch einen drauf geben. Gemaxt, geil. Armatrutz. Gemaxt, geil. Balsam Salabunde. Frohe Kunde ist gemaxt. So. Clarum Purum. Ja, nein. So, was haben wir hier noch? Die Pflanzenkunde könnten wir ihm noch mal ein bisschen hochsetzen. Gemaxt. Heilkunde Wunden. Selbstbeherrschung. Ja, wir sollten langsam mal schmieden. Aber auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich dann hier die Selbstbeherrschung noch mal rausnehmen und lieber Schmieden noch ein bisschen hochleveln. So. Wir können das hier auch so machen, dass wir hier nach und nach durchgehen, die ganzen. Was haben wir hier? Hiebwaffen kann ich mehr. Zack, zack, zack. Selbstbeherrschung kann ich mehr. Heilkunde Gift. Da ist sie ja schon richtig gut drin, eigentlich. Könnte man ja noch mal geben. So, den Rest lassen wir ihr. Na du. Die Zauber. Ignifaxius. 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 So, und jetzt noch mal Vorgrim. Wir haben jetzt eine andere Anordnung, seht ihr? Ah, geil, ne? So, unser Freund, ne? Zweihandhiebwaffen. Volle Molle drauf. Bis es qualmt. Max. Armbrüste. Gemaxt. So, dann Selbstbeherrschung. Gemaxt. Gassenwissen. Cool. Okay, alles andere. Tschüss. So, wir sollten imstande sein, jetzt richtig gut auf die Glocke zu hauen. Da ist Vorowosch. Wenn ihr was braucht, sagt einfach Bescheid. Lasst uns in die vierte Ebene gehen. Ich glaube, die vierte Ebene ist ganz unten. Das sieht lustig aus. Das Bild. Ah ja, da lädt er erstmal. Aber das ist keiner des Todes. Der dauert wahrscheinlich nur so lange, weil wir hier lange nicht mehr waren. So. Da sind wir in der vierten Ebene des Rattenkellers und wir machen uns auf den Weg. Der Endgegner wartet. Und ich glaube, der wird auf dieser Ebene sein. Oh, ich habe so böse Erinnerungen an dieses Teil hier. Ich hoffe, wir werden hier lebendig rauskommen. Weißt du was? Zur Sicherheit. Nochmal speichern, ne? Man weiß ja nie. Also. Hoffentlich komme ich nicht wieder vom Bildschirm. Ja. Also hier könnten noch ein, zwei Überraschungsangriffe von Ratten aus den Wänden kommen. Also ganz normale. Vor dem Endkampf. Müssen wir mal schauen. Ja, da vorne sind wir schon bereits da, wo wir letztes Mal umgedreht sind. Wisst ihr noch, Madame Sanyasala dabei gehabt und sie war eigentlich eher ein Problem als die Lösung. Will denn nicht irgendjemand ein paar letzte Worte sagen? So, ja, welche Richtung? Ist das eklig hier, ne? Würdet ihr hier gerne im Real Life rumlaufen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ob ihr darauf Bock hättet. Oh! Halt, stopp. Vorgrim hat Agro. Na toll. Aufgepasst! Ich hol die mal zurück. Alter, warum rennen die auf einmal alle? Frau Kurkum, bleiben Sie mal hier. Boah, ich sehe gar nichts. Ja. Schwarze Wolfsratten. Na prima. Das sind wieder die ganz fiesen. So. Dann einmal drauf auf alle. Also die sollten wir schaffen. Ohne Probleme. Das sollte nicht besonders viel an Power erfordern. Ich mach das schon. Ich habe eher so ein bisschen Angst vor dem Endgegner.
nachkommen. So, und er hier macht komm, das Gleiche. Komm, compareo. Dieser Spruch. Magica Perpubertio. Lass das mal Vorgrimm machen. Perpubertio. Bei meiner Axt. Ja, bei deiner Axt. Das hat mir gefehlt, Kollege. Bei deiner Axt, mach mal. So. Oi, das sind ja doch ein paar mehr. So, dann. Ja, ist ein bisschen ungünstig hier so mit der Kameraposition, ne? Ja! Per Pupertio. Für Ardo. Gute Entscheidung. Mach du die mal. Meine Rache. Oh, er ist vergiftet. Leichter Wundbrand. Na toll. Joost. Ja, Joost kann mal... Wo ist er denn überhaupt? Wo steht er denn? Ist es er? Ja, ich glaube, er ist es. Zum ja. Sieg. Ja, geht's da lang. So, ich lasse ihn mal einfach so kämpfen. Das sind nicht viele. Wow. Hat, glaube ich, zum zweiten Mal Wundbrand bekommen gerade. Könntest du mal kämpfen, Kollege? Diesmal mal im Nahkampf. Och, brauchen wir gar nicht. Okay, Kollegen. Ihr macht mal hier einen Zusammenkommen-Spruch. Halt, was redest du? So, Madame Kurkuma. Ja, es ist deine Lieblingsarbeit. Du packst die an. Lecker Rattenschwänze. Ich werde dem einfach nicht müde. Aber wir kriegen hier schön viel Crafting-Material, also Sehnen und so. Und Lederbänder. Also, da geht gut was ab. Mein Hoffen und mein Sehnen. In Ordnung. Ja, wann nimmst du denn die Dinge mal wieder in die Hand? Los. Ihr habt jetzt eine wirklich coole Rüstung, muss ich sagen. Muss ich einfach sagen. Geht nicht anders. So, ich weiß nicht, wie lange das hier noch geht. Also, jetzt habe ich ja zum zweiten Mal Getränke gemacht. Aber wenn ich die jetzt alle austrinke, dann haben wir noch 3 Stunden und dann schon geschehen. Spielen wir hier 6 Stunden oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ich dürfte eigentlich schon genügend Material haben. Aber den Rattenkeller will ich auf jeden Fall noch machen. Dann gucken wir nochmal, was mit den Händlern von Störrebrand ist. Ob wir heute schon in das neue Gebiet kommen, da zu den Silberfällen oder wie das heißt. Das ist die große Frage. Das wollen wir mal sehen. Also, wir könnten kurz hingucken. Kurz mal gucken, dass ihr mal seht. Wirklich eine schöne Gegend da. Daran kann ich mich noch erinnern, dass da was richtig Feines war. Ich will mal kurz Folgendes machen. Er kann ja auch mal mit magischen Mitteln. Clarum Purum. Auf den Zaubererkollegen. Ja, okay, das wird jetzt dauern, bis das da abgeklungen ist. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Da vorne ist, glaube ich, der Endkampf. Ich werde also geraume Zeit wahrscheinlich nicht mehr zum Trinken kommen. So. Am besten aufgepasst. Mal den Tank nach vorne. Thank you for the music. And I say thank you for the music. Lala. Hier darf ich ja singen. Hier sind lauter Skelette. Ja, das muss hier sein. Ja, es ist die Kammer des Endkampfs. Ja. 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 Ich hab sie jetzt mal rankommen lassen. Bei meiner Axt! Yo. Er kriegt ein Rohr, wenn er dran denkt, dass da Ratten sind. Sikarian. Ah, Sigdalan. Gelinge im Schein der Marder. Was ist mit Mardern hier? Ey. Sikarian. Amazone voraus. Du mich auch. So. Kurkum! Ja. Es ist doch immer wieder schön. So. Brauchen wir wahrscheinlich gar nicht alles. Ich übertreibe mal voll. Ach, da kommen noch mehr. Das da vorne dürfte die Arena des Endkampfes sein.
Und ihr wisst ja, was passiert, wenn man in eine Arena kommt. Och, guck mal. Rulana ist vergiftet. Geil. Nicht. So, er kann nochmal. Ja, ja. Er kann nochmal Sig Dallon machen. Gelinge im Schein der Marder. Magica Perturbatio. Puperzio. Ja, wusste, dass ich da nicht mehr viel machen muss. Gute Entscheidung. Rulana, dein Standardspruch bitte einmal. In Ordnung. Nein, das ist er nicht. Mir fehlt mein kleines Gladdeschen mit ihren süßen Sprüchen. Wir werden jetzt die ganze Zeit mit Herrn Sig Dallon und Perpu Perzium zu tun haben. Ist ja aber auch mal was. Ja, also im neuen Gebiet weiß ich schon ganz genau, da kann ich mich noch dran erinnern, das weiß der Großvater noch, da brauchen wir auf jeden Fall Kladdis. Weil, wie wir gehört haben, der Burgkeller, wo wir rein müssen, ist voll der Fahlen. Da wurde ein extra Fahlen-System gebaut, um das Ganze... So, Todgeweihten grüßen dich. Ach nee, warte mal kurz, noch einmal... Ich nehme die Sache in die Hand. Hat Tochter Kokumas zufällig einen... Ja, natürlich hat sie Goldmontees, bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, die sind schneller als ein Clarum Purum. Ja, auf jeden Fall. So, und dann... Ich versuche mein Bestes. Alle zusammenziehen. Dann mal los. Ja, genau. Und ab... Schön hinter mir bleiben. Die Arena. Ui. Halt, stopp. Halt. Folgt ihr mir? Kommen da welche von hinten? Okay, Amazone weißt voraus. Du was? Unsere Amazone voraus kann ja auch mal was anderes machen. Und zwar haben wir doch wunderbare Jagdpfeile. Und die sind eigentlich eher für Tiere geeignet, glaube ich. Dann machen wir doch mal ein bisschen auf Fernkampf auch. So. Soll möglich sein. Jetzt sagt er mal gar nichts, gar nichts, ne? Ja. Ich? Ja. Du, genau. Gelinge im Schein der Marder. Alter, das ist so. Sikarian. Sig Dallon. Gelinge im Schein der Marder. Gibt es in diesem Spiel auch noch mal ein paar Sprüche, die irgendwie... Bei meiner Axt! Ja, wie zum Beispiel das. Bei Angroschbart! Ja. Ach, guck mal, geht los. So, da werden wir eingesperrt. Gucke. Diese Dame heißt Madame Radzinski. Wir schauen mal hier rein. Die Rattenplage. Die Rattenplage. Erlege, besiege Mutter Radzinski. Eine mutierte Ratte ist die Quelle des Übels. Sie scheint die Mutter und Rudelsführerin all dieser Plagegeister zu sein. Wenn ich sie beseitige, dürfte das folglich auch das Ende der Plage sein. Na dann auf in den Kampf. Ja, das Problem ist folgendes. Ich erzähle euch mal, warum das jetzt problematisch wird. Und zwar, diese Dame spawnt immer wieder Ratten. Na, wenn eine Welle Ratten getötet ist, geht Mutter Radzinski her. Warte. Und spawnt ganz einfach mal ein neues Rudel. Ne? Das Ding ist, weshalb ich den Somnigravis tiefer Schlaf habe, ich kann eine Ratte mit dem Somnigravis aufs Korn nehmen. Die wird dann so lange, wie sie nicht angegriffen wird, schlafen. Und so lange kann ich mich dann auf Mutter Radzinski konzentrieren. Ja, bis die halt aufwacht und so weiter und so fort. Naja, wir werden jetzt sehen, wie wir hier zurechtkommen. Wir müssten eigentlich alle... wir haben ja... Der hat einfach alle Sachen wieder zurückgenommen. So, pass mal auf. Wir schicken mal unseren Tank nach vorne. Thank you for the music. Und den machen wir mal hier drauf. Für Ardo! Hier drauf. Und fertig. Unser Georg. Nimmt mal die hinterste Ratte hier und zaubert dort mal einen... Wo ist denn der Somnigravis tiefer Schlaf? Ich glaube, der ist noch gar nicht in der Schnellstartleiste drin.
Wo ist er denn? Somnigrav ist tiefer Schlaf. Da haben wir ihn. Den zaubert er mal eben auf die hier. Und sie hier nimmt auch mal Mutter Radzinski aufs Korn.